Welche Überraschung. Hat ja niemand kommen sehen. Ist das jetzt links eigentlich auch weg? Level up. Dann haben wir jetzt... wollen wir charge, ne? Jo. Macht das? Chargen. Umschalt. Wow, okay. So, was ist denn hier unten? Ach, gar nicht. Na, da habe ich schon Erfahrung aufgesammelt. Okay. Dann hatten wir Level up. Dann müssen wir jetzt die Kiste wieder hier hinhalten, schieben. Du kannst ja auch mit Magier einfach eine Kiste dahinter legen. Haben wir gesehen, reicht. Und ich pumpe das Wasser wieder hoch. Ready? Mhm. Oh, reicht. Ja, und du von der Position aus könntest du ja sowieso zaubern, da du ja im Trocknen stehst. So. Da was unten? Nee, aber das ist gleich ein Abfluss. Mann, die mit dem blöden Schild. Ja, dann musst du halt ihren ersten Schlag blocken, damit sie vereist werden. Und du bist... absolut. Wir sind da runtergefallen, warte mal. Nee. So. Du hilfst damit nicht. So, kannst ein bisschen schwingen. Ja, ich will nicht schwingen, ich muss nach oben. Schwingen hilft gar nichts. Hat noch nie was bei diesen Teilen geholfen. Let's fail mit Valerian. Was kann ich dafür, dass du dieses Teil plötzlich zur Seite reißt? Was hilft mir das? Macht das hier? Gift irgendwo herleiten. Ziemlich sicher. Ah ja, ich sehe. Wow, Spinne. Boah, ey, die machen so einen Schaden. Ach, das hat hier abgepumpt und dort drüben reingepumpt. Ja. Wow, pass auf. Möchte das nicht hier haben. Ja, hier ist eh ein Abfluss. Ah, da oben ist noch auf jeden Fall Erfahrung, die wir uns vorher vielleicht holen sollten. Da oben ist eine Holzplattform. Hier. Da links ein bisschen. Genau. Hm, das Teil müsstest du abnehmen können. Welches Teil? Das. Sieht ein bisschen so aus. Nee. So. Ui. Was war das? Oh, irgendwie ein Ei oder sowas. Mhm. Was ist da denn? Macht eine Giftwolke. Wow. Okay, warte mal. Hier, warte. Haha. Und ich mach mal den Speicherpunkt. Oh Gott, das kann ich gar nicht weiter bewegen. Kannst du da irgendwie die Mauer wegkriegen? Das ist so eine Mauer, die musst du weg. Oder warte mal, ich mach's so. Ups. Hier, komm mal. Lass mal, oder schieß mal dahin. Ja, das hier wäre schon wieder alleine sehr viel schwerer. Das hängt aber auch drin. Kann man das hier nicht zumachen?
So. Nee, verteilt sich nur. Der bescheuert. Dann mach mal mit dem Krieger ein Schild schützen oder so. Wow. Ich glaube nicht, dass das hilft, wenn wir da drin stehen. Das hat aber auch die perfekte Form, um abzuleiten, ey. Ja, warte einfach. Was? Ich gehe mal kurz einen Schritt weiter, ob wir vielleicht dort wieder runterkommen. Autsch. Ne, ich denke nicht. Auf jeden Fall ist da ja auf der anderen Seite so ein Schalter, mit dem wir das ausmachen können, wenn wir da einmal durch sind. Hier oben ist eh Holz. An der einen Stelle. Trotzdem, irgendwie versuch mal so eins der größeren Steinstücke, vielleicht auch das, was da hinten liegt, so über uns drüber zu leiten. Nee, das lass bitte da liegen. Damit ich da drauf springen kann. Das, was da oben liegt. Da. Das. Nimm das einfach. Wohin? Über uns. Verleiten, oder? Ja. Versucht, wow. Über uns weg oder so. Dass ich schnell hier unten drunter durchgehen kann. Ja, es ist nicht so einfach. Ja, ich weiß. Das ist ja auch ein sehr kurzes Stück. Das ist das Problem. So. Habe ich einfach nicht so runtergeschoben, aus Versehen. Ja, das Teil ist ja sowieso kaputt gegangen, weil er plötzlich wieder zu weit vorne stand. Probier mal was, ja? Okay. Ich wollte es nur mal probieren, ob man damit dieser Rückweg halten kann. Ah, ich habe eine andere Idee. Levin, ich habe die Idee. Ach, das Teil da drüber stehen und unten hergehen. Ja. Baust uns erstmal eine schöne Mauer unten, dass wir da laufen können. Ja, das sollte. Ich tut mal ein bisschen weiter nach vorne. So, jetzt. Oh Gott. Unten drunter. So, erstmal das Teil. Oh. Ja, die Säure ist aus. Das hat aber auch gedauert. So, und dann haben wir unser Painting. Und das ist eine Brücke. Eine Brücke? Eine Brücke. Highway to Hell. Du hast da oben ja eh dein Holzteil, woran du dich sonst hochziehen könntest. Na, endlich. Okay, das klang jetzt gerade ein bisschen komisch. Hm? Ah, was ist denn das da rechts im Hintergrund? Halt du dich mal eben an dem linken Rand hier. Komm. Ach so, meinst du. So, danke. So, hier drüben. Wird auch keine Erfahrung, die es da gab. Ups, das war falsches Timing. So.
Super, der lässt auch noch so Giftzeugs ab. Und da hat er mich einmal umgehauen. Einmal mit so einer Flosse. Zack, weg. Ich mach dich kaputt! Versuch mal lieber einen Safe Point zu erreichen. Du musst vermutlich auf die andere Seite. Müssen wir den ja erstmal wegschaffen. Ich glaube, du musst nach rechts, darum. Ja, aber da war so ein Säureteil, das konnte ich nicht mit Magier kaputt machen. Okay, wir müssen ihn erst rechts irgendwo, links irgendwo treffen, weil sonst haut ihn er einen automatisch wieder nach links rüber. Komm, Kriegerin. Oh Gott. Ey, das ist so nervig mit der Säure, die er da rauslässt. Och, die finde ich geht. Direkt zurück, weil Magier hilft uns ja nichts. So. Ja, da kann noch mehr. So, wow. Ihn. Was bist du? Ein Spiegel. This looks like one of Rosabelle's mirrors. Rosie, where are you? Hallo, Isabel. Isabel? Lady Princess, come back! Let's follow her. Ist das nicht der Spiegel, worüber sie uns gesehen hat in dem zweiten Level oder so? Möglich. Straight through the mirror, würde ich mal sagen. Boah, geil. Ice Warden Keep, das hört sich schon wieder schön an. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es geht nächstes Mal weiter mit Ice Warden Keep. Bis dann.